liebe Zuschauer, ich bin schon wieder im anderen Set drüber und ich freue mich jetzt ganz besonders, Sabine Grussel nochmal bei mir im Studio zu begrüßen, liebe Zuschauer, nämlich via Skype zugeschaltet. Sabine, grüß dich! Ja, hallo Juliana. Wir zwei kennen uns ja Gott sei Dank schon ein bisschen. Und du bist ja Spezialistin für MET. Ja. Und könntest du noch mal ganz kurz den Zuschauern erklären, um was sich's da handelt? Ja, also MET ist eine Technik, die geht zurück auf die alten Chinesen. Und zwar haben die alten Chinesen, das ist ein Vorläufer der Akupunktur, die haben nicht die Nadeln gesetzt, sondern die haben auch geklopft. Und MET ist eine Verbindung eben mit dem Wissen der alten Chinesen und der modernen energetischen Psychologie. Mhm. Und ich habe heute eine Information bekommen, mit MET kann man zum Beispiel alte Eide oder Schwüre oder auch Glaubenssätze, die da so tief verwurzelt sind, doch mal ein bisschen losklopfen, oder? Ganz genau. Ich sag mal so Eide. Man kennt das doch so aus früher, aus mittelalterlichen Zeiten. Da hat jeder einen Schwur oder einen Eid getan. Mhm, aber auch wir machen das eigentlich heute auch noch. Aber so ein bisschen im Unterbewusstsein, oder? Bitte? So ein bisschen im Unterbewusstsein. Ja, ganz genau. Mhm. Eigentlich sagt man, Glaubenssätze sind sowas wie Hütchen, die dir irgendjemand aufgesetzt hat oder du dir selbst aufgesetzt hast, die aber eigentlich gar nicht stimmen. Aha. Zum Beispiel, kannst du mal ein Beispiel geben? Mein Glaube, dass ich da und da falsch reagiert hat. Oder mein Glaube, dass immer etwas Schlimmes passiert, wenn ich es am wenigsten erwarte. Ah. Oder immer wenn ich mich freue, passiert danach ein Unglück. Solche Sprüche hast du bestimmt schon gehört. Ja, wie Sand am Meer. Aber es ist ja gar nicht so, oder? Nee, das ist eigentlich gar nicht so. Das ist eigentlich nicht die Wahrheit. Und wenn ich dann anfange und sage, nimm diesen Glaubenssatz zum Beispiel, immer wenn ich mich freue, passiert danach ein Unglück, dann nehme ich genau den Satz und klopfe damit diesen Satz in jeden Punkt rein. Mhm. Und sage dann immer, wenn ich mich freue, passiert danach ein Unglück. Und wenn ich das beklopfe bei den Punkten, die wir ja auch auf unserer Homepage haben, dann passiert genau das, dann wird er immer unwahrer. Dann merke ich bei mir, das stimmt ja eigentlich gar nicht mehr. Dann ertarnt, man ist so praktisch der Lügenentlaufer sozusagen. Ja, und ich kann da so viel mit verändern. Also ich habe mal einen Mann gehabt, der hat ganz viele Ängste gehabt, so eine Art Sozialphobie, Angst vor allen Dingen. Wir haben ganz, 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 ganz viel geklopft. Und es war schon, wurde immer besser, aber irgendwie war es nicht so der Kick. Ja, mhm. Und dann sind wir darauf gekommen, dass er unglaublich viele Glaubenssätze in seinem Inneren beherbergt, in seinem Unterbewusstsein. Und die haben wir dann so Stück für Stück an die Oberfläche geholt. Und danach ging das wie der Wind, ging es nach oben und der kam in seine Stabilität und seine Kraft rein. Und da wollen wir ja auch hin, in die Stabilität, beziehungsweise in dieses Ganze, was da dazugehört, nämlich damit wir wieder mit uns selber eine Einheit sind, oder? Ganz genau, denn dann kann erst wirklich Veränderung passieren und das wollen wir. Das Thema steht ja heute sowieso bei der Sendung unter dem Motto Veränderung und Neues. Jawolla! Sabine, wir haben diese Punkte, du hattest uns das letztes Mal schon erklärt, das ist praktisch so in der Mitte der Augen, ein bisschen oben drüber, ne? Ja, hier genau. Ist der Blasenmeridian, ja, hier Blase, Gallenblase, Magen, Senkoorgan, Konzeptionsgefäß und hier am Schlüsselbein, wo der Knochen, wo es ein bisschen weicher ist, unterhalb vom Knochen, ist der Nierenmeridian. Ja. Und der funktioniert am besten, wahrscheinlich, weil Niere das größte Ausscheidungsorgan ist. Naja, ganz ehrlich mal auf Schwäbisch gesagt, der ganze Müll muss raus, oder? Ja. Sabine, ja, wie genau findet man so denn euch? Auf welcher Webseite kann man euch denn anklicken? Bei papillon-essen.de, das ist die Webseite von mir. Da kann man das nachlesen, da kann man auch einen Download machen. Ich habe noch mal so eine PowerPoint-Präsentation für alle erstellt, sodass man da selbst auch ganz viele Sätze hat. Und es ist immer der Satz, der mich so anweht, wie man so schön sagt. Das ist der Satz, den ich noch in meinem Innern habe. Okay, also man braucht nicht mal irgendwelche Vorkenntnisse, um mit MET anfangen zu können. Man muss nur wissen, wie, oder? Ja, ganz genau. Also das ist jetzt erstmal so, man kann einfach anfangen, man kann loslegen und man merkt dann, wenn man so sagt, okay, dieser Glaubenssatz stimmt zu 100%, dass der auf einer Skala von 0 bis 10 die 10. Und wenn ich dann anfange zu klopfen, werde ich merken auf einmal, oh, der ist nur noch auf 2 oder auf 3. Mhm. Dann merke ich dann auch, wie sich was verändert. Weil dann kommen wir wieder in dieses Resonanzgesetz, ne? Ja. Weil wenn man, ne, also du siehst, mein Gehirn funktioniert super heute. Für dich ist es ja eine alte Sache schon, also du bist ja da schon geübt drin. Aber so ein Neueinsteiger, der denkt dann vielleicht, oh Gott, dann klopfe ich falsch, dann ist es vielleicht der falsche Rhythmus. Was kannst du dem mitgeben, dem Einsteiger? Also im Prinzip, es gibt kein Falsch. Ja.
eigentlich so im Rhythmus, so hier wie so kleine Staccatos, kann man sagen. Mhm. Ne? So wie es sich richtig und stimmig anfühlt. Und zwar ganz leicht wie eine Feder. Ja? Mhm. Es ist ja kein Schlagen, sondern Klopfen. Mhm. Ja? Und im Prinzip kann man nichts falsch machen. Ich nehme immer das, was gerade kommt, ob es jetzt ein Gefühl ist, meine Angst vor XY oder ein Glaubenssatz, mein Glaube, dass ich das niemals schaffen kann, mein Glaube, dass ich nichts verändern kann. Ich nehme immer das, was gerade im Vordergrund ist. Und das Einzige, was passieren kann, wenn ich merke, es löst sich was wirklich permanent nicht auf, dann ist es ein Thema, wo ich Hilfe bei brauche und anderen Therapeuten, MET-Therapeuten hinzuziehen sollte. Denn dann habe ich sowas wie den inneren Schweinehund bedient, der so in unserem Inneren ist und uns da nicht weiterkommen lässt, wie so eine Endlosschleife. Aber falsch machen kann ich nichts. Aber manchmal ist es eigentlich auch, also ich finde sogar, wenn man in so eine Situation gerät, meine liebe Sabine, dass man jemanden braucht, dann finde ich sogar ganz wichtig, das jemand an der Hand zu haben, ja? Ja. Dass derjenige auch da ist. Weil sich selbst therapieren ist das eine, aber dann nochmal vom Profi unterstützt zu werden, ist nochmal was anderes, ne? Ja. Deswegen, ich habe ja auch, ich biete ja hier bei Papillon, biete ich ja auch die Ausbildung an. Man macht die die Selbsterfahrungsseminare und dann die dreistufige Ausbildung mit dem Master 1 bis 3 Seminar, sodass dann auch wie mittlerweile ganz viele Therapeuten es auch in Deutschland halt und deutschsprachigen Raum gibt, die einen dann auch zur Seite stehen. Es gibt auch zwei von mir ausgebildete Therapeutinnen in Berlin, die da in der Nähe sind, bei euch halt. Und die findet man auch auf meiner Homepage. Bei uns halt. Ja, genau. Klasse. Erstmal, Sabine, finde ich das total klasse, dass du uns da via Skype wieder zur Verfügung gestanden bist. Das finde ich total klasse, dass du uns das MET ein bisschen näher bringst, was doch noch ein bisschen so, ich will mal sagen, fremd. Ne? Die Damen und Herren getrauen sich noch nicht so ganz daran an die Kiste. Genau. Finde ich klasse. Ja. Und ich wünsche dir natürlich mit deinen Seminaren ganz, ganz viel Erfolg. Und hoffentlich kommst du bald wieder zu mir ins Studio, ne? Ja, ich bin jetzt erstmal am 27. Ich glaube, da bin ich auch wieder bei dir in der Sendung und da geht es dann um Wahl, um die Wahl haben und um Vergebung. Oh, da freue ich mich ja ganz besonders. Dann sage ich vielen, vielen Dank und bis dahin, meine liebe Sabine. Ne? Lieben Dank und schönen Tag noch. Tschüss, gleich so.